Ich glaube, bei meinem Let's Play zu Pokémon HeartGold im Jahre 2013 habe ich die Seeschauminseln komplett außer Acht gelassen. Jetzt holen wir die nach. Nach dem Arena-Kampf im letzten Part gegen Pyro. Gehen wir erstmal hier entlang. Hier gibt es ein paar Rätselchen und so. Uah, schwieriges Thema, ne? Da muss ich gucken. Ich hätte mich natürlich vorbereiten können. Ich hätte mich natürlich schlau machen können. Wie ist es denn, wenn ich das so versuche? Schwierig. Ich probiere einfach mal ein bisschen was aus, ne? Ja, aber so geht's doch. So geht's auf jeden Fall. Bestimmt gibt's auch mehrere Lösungen. Das kam mir irgendwie... Weil den einen habe ich de facto gar nicht bewegt. Ist ja zu Verwirrung da. Um Verwirrung zu stiften. Jo, hier gibt's noch Items, die rumlungern. Hier und da. Hier und dort und überall. Jetzt haben wir hier eine ganze Ebene mit Wasser. Ja, eigentlich die Ebene, wo sich einst Arktos befand. Wo man Strömungen zurecht deichseln musste. Solche Geschichten. Ja, aber einen Großteil der Seeschauminsel haben wir bereits. Ist ein bisschen unübersichtlich. Fragt gar nicht. Also ihr habt jetzt, wenn ihr nicht die Parts direkt nacheinander schaut, bestimmt keine Übersicht über... Der ist hier? Was? Warum wusste ich das denn nicht? Man kann den really allen Ernstes fangen? Was mit Zapdos und Labrados? Was? Ich bin ein bisschen baff. Was denn mit Zapdos und Labrados? Sind die auch irgendwie irgendwo? Oder war das jetzt nur rein grafisch? Die Trainer haben wir weggewatzt. Den ihr da seht, ist der Snowboarder Markus. Ja. Wie gesagt, hätte mich schlimmer treffen können. Jetzt komme ich nochmal auf die Wasserebene, ne? Hä? Man kann Arktos wirklich erreichen? Gar nicht so auf so einen legendären Fangakt jetzt vorbereitet. Aber was ist mit den ganzen anderen Sachen? Sorry, Dude, aber ich möchte das mal weiter erkunden, ich meine. Da lagen doch noch Items, lass mich doch nicht verhunebimbeln. Guck. Also, was soll das denn? Ich dachte, was Besonderes. Blizzard wäre das Mindeste. Ich meine, was will ich mit Blizzard? Aber okay, dann kann ich mir vorstellen, dass es einfach nur ein Rückweg ist, ne? Jo. Okay. Ja, machen die ganzen Seeschauminseln Sinn. Wie gesagt, haben wir das meiste im letzten Part gesehen hiervon. Ach, suboptimal. Dass es nicht ganz in einen Part zusammengequetscht wurde. Hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst, Freunde. Aber es sei wie es sei, Haferbrei. Und deswegen, yo. Arktos, Mensch. Aber wo sind denn dann Zapdos und Labrados? Ja, wenn einer da ist, sind sie alle da, oder nicht? Da muss ich mir mal schlau machen. Ja, wie will ich dem Dude denn jetzt begegnen? Ich meine... Anton ist down. Das ist richtig Käse. Der hat auch ein Level bis zum Himmel. Arktos! Wirklich wild und crazy. Herr Zwinger, einmal muss ich bringen. Ihr habt ja gesagt, das wirkt nur in der ersten Runde. Meines Wissens nicht. Meines Wissens auch in der zweiten Runde ein bisschen und so. Eins. Tja. Wäre zu schön gewesen. Ja, setz du mal Agilität ein. Mach du mal. Vergiften ist mir zu crazy. Habe ich denn Finsterbälle am Start? Die versteht keinen Spaß, ne? Nicht, dass wieder so eine Chose wird wie mit Lugia, wo hinterher ein Anzahl ein Hater-Kommentar kommt, von wegen, das, warum ich mich so lange damit aufgehalten habe.
Für dich, mein lieber Dude, hoffe ich doch, dass Arctos mehr Bock hat. Aber ich war jetzt gar nicht, ich habe gar nicht in meinem Plan gehabt, hier heute Arctos irgendwie. Aber give it a try, ne? Ich finde, zweimal fliegen schwächt scheinbar auch optimal, ne? Fantastisch. Ja, und Paralyse und so habe ich jetzt eh nicht, also. Werf! Finsterball wird funktionieren. Ja. Sag mal, ein Meisterball? Für ein Wander-Pokémon wäre ein Meisterball geil, oder? Ich gehe mal davon aus, dass sie schon mal einzeln als finsterer Ort zählen. Im Grunde ja alle Höhlen. Und wenn jetzt hier durch das Eis und Reflexion dies, das Ananas, das nicht so wirkt. Als ob das hier voll der dunkle Ort wäre. Aber wir nutzen die Finsterbälle. Gut, nur noch 5 Stück. Sind halt teuer, ne? Und? Na bitte, Brigitte, guckt euch's an. Es gab mal einen Part, der nannte sich... Hieß er so? War das das Pokémon? Ein Arctos zum Mitnehmen, bitte. Ich glaube, es war ein Arctos zum Mitnehmen, bitte. Arctos ist mir wohlgesonnen. Ein legendäres Vogel-Pokémon. Es gefriert das Wasser in der Atmosphäre, um im Schnee zu fliegen. Na, guck an. Es kann... Manchmal läuft's so. Und manchmal läuft's anders. Heute lief's mal so. Also Karma kriegt dich auf die eine wie auf die andere Weise. Irgendwann müssen wir wieder shoppen, die Top-Schutze. Was ist die Mehrfach von Schutz? Die Schutze gehen uns aus. Gut, damit haben wir die Seeschauminseln aber Hallotri abgefrühstückt. Das wusste ich nicht mehr, dass hier ein Arctos ist. Ich kann es in beide Richtungen, aber hier ging es weiter. Der Eingang von Richtung Zinnoberinsel und dann ist da Pyros Arena. Und hier geht's raus. Weil ich sagen muss, ein bisschen Heilung wäre auch fett, ne? Ist auch nicht mehr so. Seeschauminsel. Richtig. Hast du schon mal mit deinem Pokémon gezeltet? Nee. Alter, haben die hier die Idee genommen für. Wie heißt denn das? Poké Camping? Nee. Super Training? Oh, ihr wisst schon. Diesen Stuff, mit dem ich nicht gerne auseinandersetze. Seit XY, glaube ich, gibt es das, dass man zelten kann und dann seine Pokémon verhätschelt. Dann mögen die einen noch ein bisschen mehr. Ich will nicht, dass meine Pokémon mich mögen. Sind nicht meine Freunde, Floyd. Ist da oben noch was? Ich glaube nicht, ne? Aber ich kann auch nicht gucken. Arctos, Freunde. Wir haben mal eben Arctos eingefangen. Das ist ja tatsächlich einer. Pff. Oha, wie gut, dass ich heute meine Sonntagsbadehose trage. Warum ist es gut? Was ist am Sonntag anders mit deinen Badehosen? Sieht ein bisschen eng aus, wenn du mich fragst. Ich sag ganz ehrlich, ne? Der Magma hat hier nicht mehr lange Spaß. Hier kommen nur noch Schwimmer und das bedeutet Wasser-Pokémon in Massen. Das sehe ich suboptimal. Morlocht. Er würde mich sehr erheitern, wenn wir das noch fertig kriegen mit unserem aktuellen Team. Ich will nicht mehr ins Pokémon Center spazieren und über Routen hinweg schwimmen, über die Seeschauminseln. Wobei, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt... Ich kann bestimmt jetzt von Fuchsania City runterschwimmen. Würde mich nicht wundern, wenn das geht.
Weil wir sind schon so viele Parts dabei, ne? Alter Schwede. Und wir sind noch nicht am Ende. Aber ich habe das Gefühl, wir haben so einen riesen Batzen an Arbeit bereits erledigt und müssen dann nur noch die Feinheiten hinterher putzen, wisst ihr? Badehose hin oder her. Manchmal hat man einfach keine Schnitte. Wie kommt man auf die Idee? Ich dachte vielleicht, der hat vielleicht irgendwie ein Item oder redet Special Stuff. Nee, einfach nur ein Trainer an der Egge. Früher war ich ein leidenschaftlicher Angler. Dann hat das Schwimmen es mir angetan. Nun trage ich nur noch Badehosen. Sogar zu Hause. Ja. Beim Schlafen. Beim Arbeiten. Nur noch in Badehose. Mann, kennt's. Ja, Hitzekoller, Stärke 140. Allerdings nur ein Schlag frei. Ich hab halt... Ne? Wir machen das so. So können wir Magma auch noch ein paar EP gönnen. Bei wird den, glaube ich, nicht allzu fern endlich mal entwickeln dürfen. Oh, jetzt ein bisschen blöd. Ich habe ja meine... Naja, klappt nicht. Davon ab, ich habe ja meine Spezialangriffe sehr enorm gesunken. Oh, das reicht auch nicht. Nicht annähernd. Guck dir das an, was ein Unterschied. Können die anderen Attacken auch nichts reißen. Naja. Das musste passieren. Das war schon einkalkuliert, schon viel früher. Tja, ich muss euch enttäuschen, ne? Also mit dem Arktos auf dem Thumbnail. Und jetzt noch eine kleine Wasserroute vor uns. Wisst ihr genau, was abgeht. Aber das wird eine feine Sache. Bin ich gespannt, ne? Überall mit Kraxler wieder. Zwei Regionen wieder abzuklappern mit den ganzen Kraxler-Stellen. Fantastomatisch. Da bekommt ihr dann einen wunderschön geschnittenen Part. Ihr werdet ausrasten vor Freude, wie schön dieser geschnittene Part wird. Wie geschnitten Brot. Das ist ein ganzer Sack voll Orden. Gegen dich will ich kämpfen. Ja, du bekommst die Orden nicht, ne? Doris. Aber man muss auch sagen, die könnten auch haufenweise die Orden uns streitig machen, ne? Moment, was will ich? Will ich das? Ich will das gerne. Ich will das gar nicht. Was will ich denn? Ich denke, irgendwie habe ich so die Assoziation, dass ich den Kern kaputt mache. Aber das ist totaler Humbug. Auch mit Kampf. Nur ein kräftiger Schlag, Kampf drauf. Bringt's nicht. Das Ding ist Psycho. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist der creepigste Seestern, den ich je gesehen habe. Starmie. Ich kämpfe aber auch einen Schrott zusammen, ne? Gegen Tentoxa hätte sich so ein Erdbeben super empfohlen wegen Gift. Und gegen Starmie hätte ich sofort mit Unlicht draufhauen müssen. Es tut mir leid. Unterschätze ich die Schwimmer dieser Route etwa? Da komme ich doch gewaltig ins Schwimmen. Was? Drei Starmie? Ist auch eine Sache, mit der hatte ich noch nie konfrontiert. Ich habe noch nie gegen Doris gekämpft. Leg dich nicht mit Doris an. Wie viele Kommentare kommen jetzt von wegen, so ist meine Tante? Kann ich mir schon denken. Ach, verflixt.
Aber sieht ihr auch so aus? Was ist die Frage? Okay. Hier kommt schon langsam die Kurve, deswegen... Im Wasser fühle ich mich wunderbar leicht. Das kenne ich. Tatsache. Elke. So ist eine Großtante von mir, tatsächlich. Wobei schon oft erwähnt, dass meine Oma eine von 20 Geschwistern ist, die alle in Einjahresabständen auf die Welt kamen. Das ist die jüngste, die 20. von 20, die Elke. Meine Oma ist die 10. von 20. Ich glaube, die Älteste lebt auch noch. Geboren von 1930 bis 1950. So viel dazu. Das deckt halt einige Namen ab. Ne? Aber Fun Fact, ich kenne nicht alle Namen. Also, ich könnte nicht alle 20 Namen aufzählen. Ich glaube, ich könnte höchstens 10 aufzählen. Aber mache ich jetzt nicht. Oh, Labras! Ach du Schande. Ja, das ist natürlich diabolisch jetzt. Labras hat uns schon mal vorhin wehgetan. Sag mal, Stahl ist gegen Eis effektiv, ne? Hau drauf! Bist du überhaupt Eis? Labras ist auf jeden Fall Wasser. Oh Mann. Na, muss. Ist okay. Na gut, das Labras hat nicht so viel zu bieten. Sind wir uns ja einig? Sind wir zufrieden? Sind wir happy? Ach nö, das wird echt spannend, ob wir hier in diesem Part noch, ob wir die Route noch schaffen mit unserem Pokémon. Ich tendiere... Oh Gott, das ist ja eine eigene Route. Shit. Ja, dann wird das so nix. Oh, ja, aber es wird zu schwierig. Es wird auch nicht schön anzusehen. Deswegen einmal kurz nach Safronia City rübergejumpt. Ganz ohne Wallhack. Das ist zu viel des Guten. Fast, wir sind sehr weit gekommen. Ohne uns zu heilen, ich sag mal so. Ich habe gesagt, passt mal auf, ne? Möchte ich dazu erwähnen. In dem Part, den ich begann mit der Arena, ne? Der letzte Part vor diesem habe ich begonnen und habe gesagt, wir gehen jetzt in die Arena von Pyro, machen den Blatt. In dem Part davor am Ende, also im vorletzten Part am Ende, ich kenne die Nummern jetzt halt nicht, aus dem Stegreif, habe ich gesagt, ich gehe nochmal meine Pokémon heilen. Habe ich nicht. Zugegeben, die hatten ihre KP alle noch voll, aber... Schwimmen? Ich bin ein miserabler Schwimmer. Ich plansche lieber im seichten Wasser. Ja, da stimme ich zu. Igor. Habe ich denn vorne? Magma? Ne, X-Ball. Das sind erstmal wieder seichte. Das sind nicht nur seichte Gewässer, das sind auch seichte Level, mein Freund. Ne, ich habe gesagt, ich heile meine Pokémon vor der Arena. Ich habe vor der Arena die Pokémon nicht geheilt, weil die halt so gut wie noch voll waren. Hat sich quasi nur den AP auswirksam gemacht. Aber nichtsdestotrotz. Seit wir auf der Zinnoberinsel waren, habe ich die Viecher nicht mehr geheilt. Und die komplette Route Richtung Seeschauminsel. Dann die komplette Arena. Mit Arena-Leiter. Dann weiter auf in den Seeschauminseln. Waren anspruchsvolle Trainer. Mit Level 50 plus. Snowboarder Markus. Dann fange ich damit... legendäres Pokémon. Und geh auch noch weiter, mach da eine Route und jetzt noch eine Route mehr. Hat da nicht mehr gereicht. Schade. Oder ich gehe davon aus, es wäre einfach nur eine Qual gewesen. Obwohl die Level sind sehr niedrig. Wenn ich das so sehe. Die Level sind vergleichsweise niedrig. Vielleicht hat es geklappt. Tut mir leid, falls schon Wetten abgeschlossen wurden. Aber wir wollen ja auch mal zeitig essen. Wir wollen zeitig essen. Außerdem kann ich da die Pokémon ein bisschen gediegener
durchwechseln, viele verschiedene ihren Level up bekommen. Ja, und ich kann auch schon langsam den Magma eigentlich vorbereiten, dass das eventuell sein nächster Level up sich bezahlbar macht. Da zittern wir natürlich auch, Timmy. Ja, Timmy, da zittern wir natürlich auch, ne? Ob der, wir wollen es mal aussprechen. Ähnlich wie Onyx zu Stalos entwickelt sich Magma zu Magbrand per Tausch, wenn er ein Item trägt. Quasi als Erklärung, warum das in Gen 1 nicht ging. Man brauchte das und das Item. Ich dachte, ich könnte gewinnen, so kann man sich irren. Ich weiß, was hier rechts ist. Ja. Schutz wirkt nicht mehr. I see. So, in letzter Zeit haben sich wirklich die ereignislosen Parts gestapelt. Ich würde mich ja entschuldigen. Aber erstens mal werdet ihr mir sagen, brauchst du dich nicht entschuldigen. Und zweitens mal seid ihr sowieso die, die zugucken. Also die, die sich denken so, boah, ist das LW, sind eh nicht mehr da. Bist du schon mal nachts im Meer geschwommen? Aber die, ja, also Pokémon Soul Silver hat ja meine Erwartungen weit übertroffen in Sachen Beliebtheit. Wie gesagt, das bleibt von mir nicht unbeachtet. Da wird Pokémon weiterhin eine wichtige Rolle spielen auf meinem Kanal. Zwischen New Pokémon Snap und Pokémon strahlender Diamant, leuchtende Perle, wird es dann noch mehr Pokémon-Projekte geben. Mindestens eins. Aber ich möchte die natürlich ein bisschen interessanter gestalten. Es bleibt dabei, das ist das letzte Retro-Pokémon-Let's Play auf YouTube von mir. Ich glaube, es ist richtig formuliert. Es reicht, die Formulierung. Ich werde natürlich... Ja, nee, Moment. Normale. Oder? Zu einer normalen Edition-Generation. Ja, ich hab's euch ja schon gesagt, ich denke eher an die Hack-Richtung. Und da gibt's so viele interessante Sachen. Es gibt so viele interessante Sachen. Lake. War ganz stark. Ich möchte das nur mal überprüfen. Lake. Liegt ja nicht umsonst hier in der Ecke. Oder Lake. Weniger als die Hälfte der KP. Das wären 130. Uff. Weil es Spezial ist. Impagato kann es gar nicht lernen, sehe ich gerade. Natürlich ist Whirlpool total für die Füße, ne? Aber ich sehe... Ich weiß nicht. Schwierig! Eigentlich möchte ich die ja auch immer komplett aus den Socken hauen, die Gegner. Ich will gar nicht in die Situation kommen, dass der Gegner schon... so viel verloren hat. Schwächlinge widern mich an! Du widerst dich selbst an, Clara. Kann halt sein. Vielleicht gibt es auch noch eine gute TM, ne? Als wir die Sache hatten mit Hydro-Pumpe. Muss ich auch dran denken. Was ist denn jetzt mit der Magnet? Mit dem Magnetzug? So viele Fragen, ne? So vieles, was ich noch ergründen muss. Aber okay, die Whirlpool behalten wir mal noch. Beim Schwimmen hätte ich dich locker in die Tasche gesteckt. Bis wir die Erkundung vollzogen haben. Nur ein kleines Stück, bis vor Selsini. Das bin ich. Da erkenne ich mich auf jeden Fall, Ottmar. Warum kämpft denn der dann? Kann sich kaum über Wasser halten und will hier fighten. Och Gott. Och Gottchen. Ich habe einen Arktos auf dem Thumbnail. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Stellt euch doch mal vor, Arktos hätte uns wieder 20 Minuten beschäftigt.
Gar keinen Bock, oder? Gar keinen Bock. Stell dir vor, Arctos hätte uns 20 Minuten beschäftigt. Ich ertrinke. Ja. Tschüss. Ich habe meine Freundin gesagt, ich spiele bis am Fox Science City. Wirklich großartige Idee. Ja, schon. Tschüss. Wenn sie wirklich so schwer tut, dann scheiß doch drauf, echt. So, ich glaube, wir haben's. Alle Trainer weggewatscht, weil jetzt eine blöde Reihenfolge zum Schluss. Aber die Route ist komplett um, meine Freunde. De facto? De facto? Alle Routen in Kanto abgefrühstückt. Ja, bis auf natürlich Richtung Silberberg. Also Route 28 fehlt noch, aber sonst haben wir alles komplettiert an Routen, an Billigtrainern, wisst ihr? Darf ich ganz kurz nochmal fragen wegen dem Magnetzug, ich bin mir echt, also dann muss ich mir vielleicht Gedanken machen, wisst ihr? Muss schon mal überlegen. Okay, muss vielleicht googeln. Wie gesagt, die Stromversorgung haben wir hier wieder hergestellt, aber ich habe nirgendwo ein Ticket bekommen. Oder zieht man das da ganz blöd? Oder wo kriegt man das denn her? Von irgendwem bestimmt kriegt man das vom Professor Eich, wenn man alle Dinge hat, ne? Ja, hab ich nicht. Ah, den krieg ich schon noch. Also die Story geht ja weiter. Der Blau auf der Zinnoberinsel hat uns verklickert. Wir sollen erst, wenn wir mehr Orden haben, zu ihm zurückkommen. Jetzt haben wir alle Orden, also es hing halt nur an Pyros Zeug. Aber scheinbar lässt der Blau, bewegt er sein Popo erst, wenn er wirklich sieht, dass ich 15 Orden habe. Er möchte wirklich der Letzte sein. Er ist auch echt das Letzte. Und dann kriegen wir vielleicht Kraxler und dann feiern wir vermutlich schon den Magbrand. Ja! Magbrand. Daumen hoch oder Daumen runter. Pokémon Soul Silver wird immer bunter. Dann bis zum nächsten Mal. Dann machen wir den Blaues mal kalt. Also, bis dann und ciao!